Sie sind hier, 3. August 2018, 11.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Daniel Lysenko wurde bei der Leichtathletik-EM in Berlin als Goldfavorit gehandelt. Urheberrecht Getty Images. Für Deutschlands Hochsprunghoffnung Matthäus Pribeko steigen die Chancen auf eine EM-Medaille. Goldfavorit Daniel Lysenko wird die Starterlaubnis entzogen. Die Medaillenchancen des deutschen Hochsprungmeisters Matthäus Pribeko, Leverkusen, bei den am Montag beginnenden Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin, 6. bis 12. August, sind gestiegen. Der Weltverband IAAF zog am Freitag die Starterlaubnis des russischen Hallenweltmeisters Daniel Lysenko als neutraler Athlet zurück. Damit darf der 21-Jährige auch in Berlin nicht antreten. Wie die IAAF mitteilte, habe es Lysenko versäumt, seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben, und sei deshalb nicht für Dopingkontrollen verfügbar gewesen. Der russische Leichtathletikverband ist als Auswirkung eines weitreichenden Dopingskandals weiterhin suspendiert. Einzelne Athleten dürfen über eine Sondergenehmigung an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, müssen dazu aber strenge Anforderungen erfüllen. Servicezeitplan Leichtathletik EM, Lysenko als Goldkandidat gehandelt. Lysenko, 2017 Vize-Weltmeister in London, führt gemeinsam mit dem Katarer Motos Essabashe mit 2,40 Meter die Jahresweltbestenliste an und wäre in Berlin der klare Favorit auf Gold gewesen. Der Hallen-WM-Dritte Pribeko übersprang 2018 2,31 Meter. Service European Championships 2018 im Überblick von Sportinformationsdienst.